habe ich euch noch. Also, dieses Malbuch soll Kinder beim Lesen und Schreiben lernen unterstützen. Der Schwerpunkt liegt darin, die Buchstaben mit der Mimik zu verknüpfen. Kleine Babys schauen automatisch auf das Gesicht seines Gegenübers, um es nachzuahmen. Sie lesen buchstäblich die Gesichter der anderen. Anhand einer Mundlaute-Tabelle lassen sich alle Buchstaben mit den Sinnen hören, spüren, fühlen und sehen verbinden. Und wenn man es laut spricht, auch mit dem Hören, die unser Körper dann entsprechend abspeichert und zuordnet, welches unser Hirn dann mit den Buchstaben verknüpft. Dieses Buch ist eine additive Art und Weise, den Lernprozess des Kindes zu unterstützen. Ich habe mit dem Buchstabenmeister ein komplettes Konzept, wie man Buchstaben lernen kann, schreiben und lesen lernen kann. Und zwar spielerisch über alle Tools. Kopf, Herz, Hand sieht man dazu auch. Man könnte es für alle, die zum Beispiel ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen, hernehmen als Büchermaterial, um sie zu unterrichten. Tatsächlich ist aber auch additiv zu jedem der Kind, das in die Schule geht, mitzugeben. Es kann zu Hause gemacht werden, ganz einfach. Und man wird staunen, wie das Kind noch denn wunderbar in der Schule sich leicht tun wird. Die Mundlaute-Tabelle kann man tatsächlich schon sehr früh beginnen. Sehr, sehr früh. Also ich würde sagen, schon mit drei, vier Jahren kann man das locker schon hernehmen als Buch, weil das Sprechen bewusster stattfinden wird. Und ich finde auch, dass unser Bewusstsein in diese Richtung gehen soll, bevor wir irgendwann unsere Gedanken kontrollieren, unsere Worte kontrollieren, bewusster einsetzen, wäre es doch schön, wenn wir doch mal schon mal dies mit dem Mund und mit dem Atem schon mal herkriegen. Und das muss man zuerst mal wahrnehmen, beobachten. Und das würde das schulen. So, jetzt habe ich alles erzählt.